Das Studio 47 Wochenupdate. Ganz herzlich willkommen. Wir haben für Sie die Themen der Stadt in 5 Minuten. In dieser Woche stand Man D. wieder vor dem Oberlandesgericht in Düsseldorf. Der islamistische Angreifer tötete im April einen Menschen in der Duisburger Altstadt und versuchte es bei 4 weiteren im John Reed Fitnessstudio. Und beim 2. Prozesstag brach er dann sein Schweigen. Angespannte Stimmung im Gerichtssaal. Kurz vor Beginn vom 2. Verhandlungstag weiß man noch nicht, was hier heute passieren wird. Auch Yassin Güler, der vom Angeklagten im Fitnessstudio lebensgefährlich verletzt wurde, ist zum Termin gekommen. Dann betritt Man D. den Raum, mit erhobenem Finger, also einem IS-Gruß. Auch nach Düsseldorf gekommen ist wieder der Vater des getöteten jungen Mannes. Für alle eine angespannte Situation. Nur nicht für Man D. Er bleibt beim Einzug des Senats einfach sitzen. Diese Woche war auch eine Geduldsprobe für alle Autofahrer. Sind doch die A40 und die Rheinbrücke Neuenkamp für 10 Tage gesperrt. Grund für uns, mal auf die Baustelle zu gehen. Mein Kollege Tim Marlow hat sich die Arbeiten mal genau angesehen. Hallo, Herr Zornu. Hallo, hier grüßen Sie sich. Hallo, hi, Marlow vom Studio 47. Wollen wir mal einmal über die Baustelle fahren? Ja, sehr gerne. Kann ich mal vieles mal zeigen, was da gemacht wird in diesem Abschnitt von 5 Kilometern. Damit Sie sich da mal so ein bisschen, ich sag mal, einleben können und sehen, dass da wirklich, ich sag mal, intensiv auch gearbeitet wird. Ja, sehr gerne. Also wir bauen hier die Schutzplanken ein. Das wird ja sukzessive, auf diesen 5 Kilometer Stücken wird überall was gearbeitet. Markierungen, Vorarbeiten werden schon aufgebracht, so viel wie möglich, dass wir immer eine trockene Phase dann quasi abnutzen können und dann zum Abschluss kommen können. Das ist zurzeit mein Leben, aber ist nicht schlimm. Keine Baustelle ist normal, jedes ist individuell und das ist eine Maßnahme natürlich. Ich sag mal, da ist ja quasi ganz Duisburg ja betroffen, aber für den reinen Bauablauf sind diese 10 Tage standardmäßig. Bevor wir die Sperrung hatten, die polizeiliche Kontrollwaage, damit hat man ja eine Ordnungswidrigkeit aufschreiben können, wenn die polizeilich aufgenommen wurde. Die wird jetzt sukzessive abgebaut. Die Dächer werden abgebaut, die Fundamente werden abgebaut. All der Bereich wird außer der Asphaltfläche wird demontiert und abgefahren. Und kein Problem, das bald gelöst ist, scheint der Fachkräftemangel zu sein. Besonders in Kita-Einrichtungen hier in Duisburg mangelt es an Erzieherinnen und Erziehern. Ein Problem, das bald gelöst werden muss. Die Kita Atlantis in Marxloh. Im Oktober hat die Einrichtung neu eröffnet. Moderne Räume, neue Spielmöglichkeiten. Die 66 Kinder, die hier jeden Tag betreut werden, fühlen sich hier wohl. Nach außen hin läuft alles gut. Kita-Leiterin Julia Jedruchowski weiß aber, dass das hier die große Ausnahme ist. Trotzdem werden auch hier die Sorgen hinter den Kulissen immer größer. Die Kita-Lage in Duisburg sieht alles andere als rosig aus. Wir haben das Glück bei der Lebenshilfe, dass wir Fachkräftequoten echt gut besetzen können und da echt ausgelastet sind. Aber ich bin auch im stetigen Austausch mit anderen Einrichtungen in Duisburg und da merkt man natürlich, dass es an allen Ecken und Enden fehlt. Auch hier natürlich gerade aktuell mit der Wetterlage zur Jahreszeit natürlich auch wieder Krankheitsfälle dazukommen. Personal, was im Urlaub ist, was auch jedem zusteht, dazu noch Fortbildungen. Auch hier ist einfach die Schwierigkeit, dass dann vieles im Alltag auch einfach stehen bleibt. Ebenfalls keine guten Nachrichten in dieser Woche aus Hochheide. Die Sprengung des 3. Weißen Riesen verschiebt sich noch einmal, diesmal von 2024 auf 2025. Das stört auch den neuen Verein Hochheide Fresh, der den Stadtteil neuerdings aufwerten will. Leerstand, Isolation und Problemimmobilien. Vom Stadtteil, in dem man gerne wohnen wollte, ist in Hochheide auf den ersten Blick nicht viel übrig geblieben. Für die Hochheiderinnen und Hochheider ein Zustand, den sie nicht länger mit ansehen wollen. Die Bürgerinitiative Hochheide Fresh hat sich deshalb Großes vorgenommen. Wir möchten Nachbarschaftsnähe sich entwickeln lassen. Es soll also ein Miteinander entstehen von Ideen, kultureller Austausch, sich kennenlernen, Menschen die Möglichkeit geben, sich hier einzubringen, vielleicht mit Nähkurs, mit Sprachkurs, Nachbarschaftstreffen, Kaffee, gute Laune treffen, vielleicht auch Selbsthilfegruppen. Wichtig ist uns, dass Nachbarschaft entsteht, weil viele leben doch sehr anonym in den Hochhäusern noch.
Und das war's schon wieder mit dem Studio 47 Wochen-Update. Aber wir haben noch so viel mehr. Weitere News und Geschichten unter studio47.de und in unserem TV-Programm 24 Stunden aus der Region. Machen Sie es gut. Tschüss aus Kasslerfeld.